Und jetzt bin ich per Skype mit meinem Weltkollegen Dennis Yücel verbunden im Welt-Newsroom. Herr Yücel, wie haben Sie denn dieses Urteil aufgenommen? Welche Gefühle hat der Schuldspruch bei Ihnen ausgelöst? Ich muss zugeben, mehr Gefühle, als ich vermutet habe, weil das ist ein Schuldspruch, mit dem ich ungefähr gerechnet habe. Ich dachte 2 Jahre plus minus 6 Monate, es ist leicht mehr geworden. Das ist ein Urteil, das eigentlich, das ist komplett rechtswidrig, das ist verfassungswidrig. Damit setze ich das Gericht über das Urteil des Verfassungsgerichts hinweg, das ja letztes Jahr nicht nur meine Haft für rechtswidrig befunden hatte, sondern auch jeden einzelnen meiner inkriminierten Texte aus der Welt untersucht und an jedem einzelnen Text genau begründet hatte, warum das von der Pressefreiheit gedeckt ist. Also wenn alles mit rechten Dingen zuginge, hätte das heute nur mit einem Freispruch enden können. Es hätte mit einem Freispruch enden müssen. Aber nachdem die Staatsanwaltschaft auch Anfang des Jahres in ihrem Plädoyer gleich 16 Jahre Haft gefordert hat, habe ich schon damit gerechnet, dass es ein Urteil, dass es eine Haftstrafe geben würde. Es hat mich nicht überrascht. Das Einzige, wenn mich was überrascht hat, dann wirklich, ich kenne ja die Türkei. Ich weiß ja, in meinem Fall, mein Fall ist eine ganze lange Kette von Rechtsbrüchen. Aber ich kenne ja auch Fälle von Kolleginnen und Kollegen in der Türkei. Das ist da das täglich Brot dieser Leute, geltendes Recht, auch die eigene Verfassung zu brechen. Deswegen hat mich das nicht überrascht. Das Einzige, was mich wirklich, womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass mich selbst auch mehr aufgewühlt hat, als ich eigentlich vermutet hatte, weil eigentlich ist das etwas, womit ich gerechnet habe. Mhm. Werden Sie das Urteil jetzt akzeptieren oder über einen Anwalt Einspruch einlegen? Selbstverständlich werden wir Anspruch einlegen. Und das ist mir völlig klar, dass dieses Verfahren früher oder später so enden wird, wie das Verfahren heute eigentlich hätte enden müssen, nämlich mit einem Freispruch. Und auch die anderen Verfahren, die heute angeordnet wurden, das ist ja nicht nur das eine Verfahren, wo wir jetzt in die Revision gehen werden, sondern jetzt werde ich demnächst mich noch mit einem weiteren Verfahren beschäftigen müssen. Da ist jetzt dann der Vorwurf, Verunglimpfung des Staates und seine Organe und Präsidenten, Beleidigung des Staatspräsidenten. Da geht es zum Teil um Texte, die vorher schon Gegenstand des Verfahrens waren, also Texte von mir aus der Welt. Und da wurde Volksverhetzung mir vorgeworfen, also wegen einem Witz zum Beispiel über das Verhältnis von Kurden und Türken, was ja auch wirklich auch schon viel sagt. Aber auch wegen der Verwendung des Begriffs Völkermord an den Armeniern. Da wurde gesagt, Volksverhetzung, jetzt soll daraus Verunglimpfung des Staates und seiner Dingsbums werden, geschenkt. Ja, das ist nicht überraschend. Das Einzige, was mich wirklich auch, was nochmal ein richtiger Skandal ist, dass das Gericht auch wegen meiner schriftlichen Einlassung, die ich hier in Deutschland vor einem Gericht abgegeben habe, dass das Gericht auch deswegen ein Strafverfahren wegen Verunglimpfung des Staates und seiner Dings da angeordnet hat, weil die Verteidigung eines Angeklagten ist ein heiliges Gut. Und das ist unantastbar. Und dass jetzt auch daraus, dass auch meine Verteidigung kriminalisiert wird, das ist ein neuer Skandal in einer einzigen langen Reihe von Skandalen, die dieses Verfahren bedeutet. Wenn das Urteil jetzt aber trotzdem auch in der nächsten Instanz Bestand haben sollte, was hieße das für Sie denn persönlich? In die übernächste Instanz, dann gehen wir zur Not am Ende vor das türkische Verfassungsgericht und schließlich vor das Europäische Gerichtshof, vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Dieses Verfahren wird am Ende mit einem Freispruch enden, ganz, ganz sicher. Aber ich habe Sie unterbrochen. Sie haben ja in einem Beitrag für die Welt auch geschrieben von einem politischen Urteil und ähnlich haben Sie das ja jetzt auch gerade nochmal ausgedrückt. Sollte dieses Urteil dann eben auch politische Konsequenzen haben? Das ist jetzt ein bisschen, ich glaube, da bin ich der Falsche, um die zu fordern, weil da geht es um mich und das überlasse ich gerne anderen Kolleginnen und Kollegen, das überlasse ich gerne der Bundesregierung und auch Politikerinnen und Politikern der Opposition, ob sie daraus Konsequenzen zieht oder nicht. Ich überlasse das im Übrigen auch gerne Unternehmerinnen und Unternehmern, die überlegen, ob sie in der Türkei investieren sollen, weil die Frage, wie rechtssicher ist es eigentlich in diesem Land, wenn selbst ein Urteil des Verfassungsgerichts einfach so übergangen wird, also eine niedrigere Instanz muss sich einem Urteil, das muss ein Urteil des Verfassungsgerichts nicht mögen, ja, aber das hat nicht den Luxus, sich darüber hinwegzusetzen. Das sagt etwas, was das zeigt einmal mehr, wie erbärmlich es um diesen Rechtsstaat Türkei bestellt ist. Aber
da, glaube ich, noch weiter darüber hinaus noch Konsequenzen zu überlegen, das würde ich, wie gesagt, lieber anderen Journalistinnen und Journalisten überlassen. Das überlasse ich gerne der Bundesregierung und in der Opposition und natürlich auch der deutschen Unternehmen, die sich fragen, ob sie in der Türkei investieren sollen. Ich kann nur so viel sagen, ganz grundsätzlich, glaube ich, ist, dass Deutschland, dass Europa vor der schwierigen Aufgabe stehen, die Türkei weiter als Partner zu behandeln, sie nicht völlig zu verstoßen, weil die Türkei eben nicht nur aus Erdogan besteht, als Partner zu behandeln, ohne sich zu Komplizen dieses autoritären und vor allem aber dieses mafiösen Regimes zu machen. Das ist leicht gesagt, schwer getan, Partner bleiben, ohne sich zu Komplizen zu machen, aber das ist die Aufgabe, vor der Deutschland und Europa stehen. Nun hat sich die Politik in Deutschland seinerzeit ja sehr stark für ihre Freilassung eingesetzt. Haben Sie denn jetzt nach diesem Schuldspruch auch schon wieder neue Reaktionen auch der Bundesregierung bekommen? Will man Sie weiter auch auf diesem Rechtsweg jetzt unterstützen? Na, die Bundesregierung hat sich politisch eingemischt, weil das Verfahren auch ein politisches war, weil auf der türkischen Seite ja auch die oberste Staatsführung auch öffentlich mich vorverurteilt hat. Das Verfahren selber, das haben meine großartigen Anwälte, vor allem mein Anwalt Veysel Ok in der Türkei betrieben, mit Unterstützung meiner Zeitung der Welt und des Axel Springer Verlags, also bei diesem rechtlichen Verfahren, das war etwas, womit die Bundesregierung jetzt weniger zu tun hatte. Und ansonsten kann mir dieses Urteil auch auf eine gewisse Weise empört mich einerseits, aber auf der anderen Seite, ich habe mich gestern Abend, als ich mich schlafen gelegt habe, habe ich mir die Frage gestellt, wie wäre das jetzt, in der Zelle zu sitzen und zu wissen, okay, morgen kommst du vor Gericht, morgen ist Urteil, vielleicht kommst du frei, vielleicht bleibst du im Knast. Ich habe versucht, mir das vorzustellen, das ist mir nicht gelungen, weil ich einfach die Situation nicht erlebt habe. Aber im Vergleich dazu ist jetzt, wissen Sie, wenn die 10 Jahre gesagt hätten oder was auch immer, es hat letztlich auf mein praktisches Leben, auf mein Leben hier und auch auf meinen Beruf, ich arbeite ja auch wieder bei der Welt, hat das zum Glück keine praktischen Auswirkungen. Und ansonsten bin ich nach wie vor dankbar für die große Anteilnahme und Solidarität, die Bundesregierung gezeigt hat, die aber auch die Opposition gezeigt hat, außer den Klemmnazis im Bundestag, aber deren Solidarität hätte ich mir auch verbitten. Aber alle anderen, die Zivilgesellschaft, Kolleginnen und Kollegen, meine eigene Zeitung, aber auch alle anderen Medienhäusern, das war eine große, große Solidarität, die mir auch noch in der Einzelhaft das Gefühl gegeben hat, ich bin da nicht vergessen und verloren. Das hat mir sehr viel Kraft gegeben. Und dafür bin ich weiterhin dankbar. Aber wenn jetzt manchmal, das habe ich in letzter Zeit auch ein paar Mal gehört, wenn ihr gewusst hätten, ich habe dich unterstützt, aber jetzt schreibst du diesen jeden Text, was mir nicht gefällt, wo ich dann sagen muss, danke für die Unterstützung, dafür bin ich wirklich dankbar. Aber ein Brief ins Gefängnis oder die Teilnahme an einem Autokurs oder was auch immer, daraus erwächst halt aber auch für niemanden ein Mitspracherecht an meinen Texten. Das mache ich schon selber. Und welche Folgen wird dieser neue Schuldspruch jetzt für die noch in der Türkei arbeitenden Journalistinnen und Journalisten haben? Für die türkischen Kolleginnen und Kollegen, die kennen das ja. Die kennen das ja, die kennen das auch, dass Gerichte sich über das Verfassungsgericht hinwegsetzen, über den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hinwegsetzen. Für die ist das nichts so Neues. Für die Kolleginnen und Kollegen, also sozusagen die ausländischen Korrespondenten, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass meine Verhaftung, da ging es auch darum, das war nicht der erste Grund, aber ein Grund für meine Verhaftung war, nachdem man die verbliebenen unabhängigen türkischen Medien und Journalisten eingeschüchtert hatte, hat man das als willkommenen Anlass gesehen, um auch die ausländischen Korrespondenten einzuschüchtern. Ich weiß, dass das damals geklappt hat. Ob dieses Urteil heute eine ähnliche Auswirkung auf die Kollegen hat, das weiß ich nicht. Und solange ich das nicht weiß, kann ich darüber jetzt auch nicht spekulieren. Aber zumindest bei meiner Verhaftung ging das darum. Und ich weiß auch, dass die Anteilnahme gerade auch der Korrespondenten, der deutschen Korrespondenten in Istanbul auch sehr groß ist. Vielen Dank, Deniz Yücel, und alles Gute für den weiteren Rechtsweg. Dankeschön.